So, hier die Leistung bei Wechselspannung und Strom oder die Leistung im Komplexen. Zunächst mal haben wir es ja bei Gleichspannung und Gleichstrom. Normalerweise mit dem Zusammenhang zu tun, P ist gleich U mal I. Nun, wie ist das bei Wechselspannung und Strom? So, da würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Skizze. Hier haben wir Zeit T laufen. Ich markiere mir noch die Punkte T halbe und T und zeichne zunächst mal ein den momentanen Wert der Spannung, die ich als einfachen Sinus hier angebe. In etwa so. Und den Strom I von T, den ich zunächst ein bisschen später laufen lasse. Dazu müssen wir ein bisschen skizzieren üben. Soll jetzt irgendein beliebiger Phasenwinkel sein, also eben nicht 90 Grad und auch nicht 0. Das ist das, was ich gerne hätte. Hier haben wir den Phasenwinkel Phi. So, und wenn wir das einfach als momentanen Wert betrachten, nämlich einfach P von T gleich U von T mal I von T, dann kriegen wir hier Bereiche raus, wo wir negative Leistungen haben, wo wir positive Leistungen haben, wieder negative, wo nämlich Strom und Spannung unterschiedliches Vorzeichen haben und auch wieder positive. Also in etwa, und natürlich 0, wenn einer von denen hier gerade 0 ist. Also könnte die ganze Geschichte in etwa so aussehen. Ich mache den ein bisschen größer. Für Maßstäbe habe ich mich, hier nicht ausgelassen. So. Und das hier ist nicht existent. Habe ich mich verguckt. P von T. So. Jetzt gibt es natürlich ein bisschen was so. Mit welcher Leistung wird denn jetzt das Wasser aufgeheizt, wenn wir einen Wasserkocher haben? Beziehungsweise mit, was passiert hier in den Bereichen, wo wir hier negative momentane Leistungen haben. Nun, zunächst mal schauen wir uns an, was wir als Mittelwert haben. Wenn wir zum Beispiel Wasser kochen wollen oder sowas, dann dauert das ja mehrere Perioden, deutlich mehrere Perioden. Und da können wir einfach mal das P quer bestimmen, was dann so definiert ist, das 1 durch T. Und über eine komplette Periode wird jetzt U von T mal I von T integriert. Über volle Periode. Nur das macht eigentlich Sinn, das ist dann auch geschlossen angebbar. Ich mache hier mal abweichend von dem, was ich wirklich gezeichnet habe. U von T gleich U Dach Cosinus Omega T und I von T gleich I Dach mal Cosinus Omega T plus der Phasenwinkel Phi. So, dass wir jetzt hier stehen haben fürs P quer. 1 durch T mal Integral von 0 bis T U Dach mal Cosinus Omega T mal I Dach mal Cosinus Omega T plus Phi dt ist gleich, ich schreibe es ins Komplexe um, U Dach mal I Dach durch 4t mal Integral von 0 bis t E hoch J Omega T plus E hoch minus J Omega T mal E hoch J Phi E hoch J Omega T plus E hoch minus J Phi E hoch minus J Omega T dt. Dieses hier ist bekanntlich 2 Cosinus Omega T, deswegen hier unten auch die 4. So, wir sortieren um und so weiter und so fort. Mal, das Integral bleibt immer noch stehen, 0 bis T. So, dann haben wir zunächst mal hier E hoch J Omega mal E hoch Phi, E hoch J Phi, E hoch J Omega T, also E hoch J Phi, E hoch 2 J Omega T.
Und dasselbe haben wir hier nochmal mit dem negativen Exponenten. Und dann haben wir hier solche Mischterme, nämlich der minus j Omega t mit dem hier, sodass dann nur noch stehen bleibt e hoch j phi. Und wenn wir den mit dem machen, e hoch minus j phi dt. Das hier gemittelt über eine volle Periode, es werden jetzt sogar zwei volle Perioden, gibt 0 und das gibt 0, sodass wir letztlich nur noch stehen haben, u darf mal i durch 4t mal Integral von 0 bis t e hoch j phi plus e hoch minus j phi dt. Und das hier ist natürlich wieder 2 Cosinus phi. Also der Kram ausgeschrieben. U Dach mal I Dach durch 4t mal Cosinus phi mal Integral von 0 bis t 1 dt. Weil wir das ja davor ziehen können, das ist ja unabhängig von t, macht das t hier an dieser Stelle weg, also gleich halt 2 natürlich, weil ich eine 2 hier reingezogen habe, gleich u Dach mal i Dach halbe mal Cosinus phi, und das nennen wir auch gleich die Wirkleistung p und können es schreiben als u effektiv mal i effektiv. Eben nicht halbe. So. Das ist die Wirkleistung. Was ganz bestimmt auch schon bekannt war. Ich stelle jetzt noch die Frage, kann man das einfacher berechnen? Mit Phasoren? Und ja, man kann natürlich, wenn wir nach wie vor aufschreiben, dass U von T gleich Realteil von u mal e hoch j Omega t ist und i von t gleich Realteil von i e hoch j Omega t ist das phi, hier ist das e hoch j phi drin, um noch einmal darauf aufmerksam zu machen, wo denn das eigentlich ist, dann folgt, wenn man u e hoch j Omega t mal das konjugiert Komplexe hier miteinander multipliziert, natürlich u mal i Stern, weil die e hoch j Omega Phis sich hier wegmachen. Und wenn ich das Ganze im Realteil dann betrachten will, dann ist u mal i Stern gleich p, entweder so wie es hier steht, u und i effektiv oder mal 1/2 gleich p, wenn u, i über die Spitzen definiert worden sind, beziehungsweise Amplituden. Hier macht es natürlich dann einen Unterschied, mit was ich arbeite, ob mit Spitzenwerten oder mit Effektivwerten. Damit man hier einfach arbeiten kann, deswegen hat man den Effektivwert ja erfunden. So, was ist nun die negative Leistung, die wir da hatten? Also, wenn wir uns das hier anschauen,
Dann haben wir hier ein bisschen negative Leistung, dann da wieder eine sehr hohe positive Leistung, dann wieder eine negative und eine sehr hohe positive Leistung. Das heißt, hier an dieser Stelle müsste die Leistung eigentlich in die falsche Richtung fließen, nämlich in die Quelle zurück oder in das Netz zurück. Und dafür, die muss ja irgendwo herkommen, wird die hier oben raus entzogen. Das heißt, wir haben es hier mit zu tun, mit einem Leistungsanteil, der temporär zwischengespeichert wird. Und das nennt man auch die Blindleistung. Was würde also passieren, wenn man die Realteilbildung, die ich hier bei der Berechnung vorgenommen habe, nämlich hier, weglässt. Da, an der Stelle habe ich das ja gemacht. Also, was kommt man, wenn man die Realteilbildung bei der, das ist ja die Wirkleistungsberechnung, Wirkleistungsberechnung unterlässt. Nun also, man schreibt einfach S ist gleich U mal I Stern und das hier ist die komplexe Scheinleistung. Und die kann ich natürlich schreiben als U-Betrag mal I-Betrag mal Cosinus Phi plus J Sinus Phi, entsprechend geklammert. Und auch als P plus J Q, wobei hier natürlich U und I auf Effektivwertbasis angegeben werden. So. Das merken wir uns gerade. Insbesondere hier den hinteren Zusammenhang. Und wir können ganz klar identifizieren die Wirkleistung. P gleich U-Betrag mal I-Betrag Cosinus Phi. Die Blindleistung Q gleich U-Betrag mal I-Betrag mal Sinus Phi. Das J ist natürlich hier jetzt nicht drin, wobei das hier größer 0 induktiv ist und kleiner 0 kapazitiv. Und wir können noch die reelle Scheinleistung angeben. Was nichts weiter ist als der Betrag von S, und das ist natürlich gleich Pythagoras ausgewertet, also Wurzel p² plus q² ist gleich u-Betrag mal i-Betrag. Die Wirkleistung hier wird wirklich Arbeit verrichtet. Hier wird nur in einer Halbperiode Energie zwischengespeichert. Und das hier ist eigentlich die Gesamtbelastung des Netzes. Bestimmt also nicht, was die Arbeit, die verrichtet wird, sondern bestimmt letztlich was an Strom bzw. Spannung, also insbesondere an Strom, über das Netz transportiert werden muss. Und bestimmt damit natürlich auch, wie weit sich hier Dinge erwärmen. Also Leitungen erwärmen beispielsweise und wie Leitungen ausgelegt werden müssen. Es ist also durchaus sinnvoll, die Blindleistung
wenn man eben kann, zu minimieren.